Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu unserer Auftaktpressekonferenz für die DL2-Endrunden und ich begrüße Sie recht herzlich hier in Kassel beim Hauptrundensieger und an dieser Stelle auch schon ein großes Dankeschön an die Kassel Huskies für die Organisation, allen voran Derek Dinger. Vielen Dank, dass das alles so gut heute geklappt hat. Ja, warum sind wir heute hier? Am Mittwoch beginnen die Endrunden und wir wollen einmal noch kurz zurückblicken auf die Hauptrunde und natürlich auch einen Ausblick auf die anstehenden Spiele geben. Deswegen begrüße ich heute hier DL2-Geschäftsführer René Rodorich, den Geschäftsführer der Kassel Huskies Joey Gibbs, den Trainer Bo Schuber und den Spieler Joey Keusen. Ja, René, wir sehen das schon an der Präsentation hinten, 10. Saison. Es ist und war bis jetzt eine sehr besondere, aber war sie für dich auch besonders und war sie ganz anders als die Jahre zuvor? Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite her. Vielen Dank für das große Interesse und für das Herkommen hier nach Kassel. Ich glaube, es ist erstmal würdig, das Ganze beim Hauptrundensieger hier durchzuführen, unsere Auftaktpressekonferenz. Und in der Tat, die 10. Saison ist sicherlich für uns als Liga insgesamt was Besonderes, weil wir, glaube ich, schon einen recht langen Weg hinter uns haben, den wir recht erfolgreich als Liga dank der Zusammenarbeit mit unseren Clubs vollzogen haben. Und insofern freuen wir uns auch, dass auch in dieser Saison vor allem der Sport wieder sehr, sehr im Mittelpunkt stand. Nach den letzten 2 Jahren, wo wir in erster Linie über Corona-Themen gesprochen haben, haufenweise Spielverlegungen hatten, war es doch dieses Jahr wieder so, dass es recht planmäßig alles ablief und wir uns tatsächlich auf den Sport unserer Teams konzentrieren konnten. Und die haben entsprechend auch das geleistet, glaube ich, was wir erwartet haben, nämlich einen sehr, sehr engen Wettkampf. Wenn man sich mit der Abschlusstabelle beschäftigt, sieht man eigentlich alles, was die aktuelle Saison mit sich gebracht hat. Einen engen Kampf um viele Plätze, die auch teilweise erst am Ende, am letzten Spielwochenende oder sogar am letzten Spieltag entschieden wurden. Insofern ist das genau das, was uns in den letzten Jahren auch ausgezeichnet hat. Und da sind wir sehr froh drüber und das spricht eben auch für die Qualität der Liga. Natürlich hatten wir Ausreißer, das muss man auch mit sagen an der Stelle, weil wir eben das nach der Saison auch immer relativ genau analysieren. Wir haben das Rekordergebnis der Kassel Huskies zum einen an der Tabellenspitze mit 131 Punkten, so viel Punkte wie noch nie ein Zweitligist erreichen konnte. Insofern ein absolutes Rekordergebnis und spricht natürlich auch für die Leistung der Kassel Huskies in dieser Hauptrunde. Zum anderen sicherlich so ein bisschen der Abstand, den die Bayreuth Tigers am Ende hatten in der Tabelle. Sie hatten während der Saison so ein bisschen eine Schwächephase, so würde ich es beschreiben, und da mussten sie ein bisschen abreißen lassen. Nichtsdestotrotz haben sie auch am Ende der Hauptrunde wieder gezeigt, dass sie sportlich aufgeholt haben und wieder dran sind. Aber das sind so die beiden Ausreißer, die wir in der Hauptrundentabelle wahrnehmen. Ansonsten, und das, wie gesagt, spricht eben für die Knappheit der Liga, von Platz 2 bis Platz 13 sind allein 30 Punkte und das nach 52 Spieltagen. Das ist ehrlich gesagt nicht viel. Und nimmt man die Tabellenplätze 4, das Heimrecht der Playoffs, und Tabellenplatz 10, also den Platz, der gerade so dazu führt, eben nicht in die Playdowns zu kommen, sind es allein nur 20 Punkte. Und das zeigt eben wirklich dieses ausgeglichene Mittelfeld von Platz 2 bis 13. Und das hat uns sehr viel Freude bereitet. Und insofern ist natürlich jetzt auch die Vorfreude noch größer eben auf die Endrunden. Das heißt, am Ende jeder kann wirklich jeden schlagen und die Spiele ist völlig offen, wie der Ausgang in den Endrunden ist, oder? Ja, das werden wir nachher auf den Paarungen auch sehen, glaube ich. Da sind weiterhin viele Überraschungen zu erwarten. Und insofern ja, kann man Eishockey Gott sei Dank sehr selten voraussagen oder sehr gut voraussagen. Und noch dazu mit dem Modus, den wir haben, ist es, glaube ich, umso schwieriger, dann genau den Punkt zu treffen und zu sagen, das wird das Endergebnis auch sein. Man hat schon gemerkt, du analysierst sehr gerne die Hauptrunde. Wie sieht es denn bei den Toren und bei den Strafen aus?
Ja, das sind nochmal so bezeichnende Statistiken, gerade am Ende einer Hauptrunde, die wir immer wieder führen. Haben wir jetzt die letzten Jahre immer entsprechend auch aufbereitet für die Medienvertreter und letztendlich auch für unsere eigene Analyse. Und zum einen müssen wir leider feststellen, dass in den letzten zwei Spielzeiten die Tore so ein bisschen zurückgegangen sind. Das ist jetzt nicht dramatisch, um Gottes Willen. Spricht vielleicht auch eher für die Defensivleistungen der Teams. Wir haben knapp über 6 Tore pro Spiel im Schnitt. Was wie gesagt jetzt nicht der Minimalwert ist, aber doch schon, sieht man auch an der Grafik, ein Wert ist, der da ein bisschen zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite, und das ist auch so ein Maßstab für die Qualität der Liga, die Strafzeiten, die sind seit Jahren rückläufig bei uns. Das spricht eben in erster Linie für das Agieren der Teams auf dem Eis im Rahmen des Regelwerkes. Nichtsdestotrotz so einen minimalen Anstieg, das heißt, ich glaube, wir haben die zweitwenigsten Strafminuten jetzt in den letzten Jahren seit 2007, seitdem wir das analysieren. Insofern minimalen Anstieg zur Vorsaison, aber ich glaube insgesamt nicht der Rede wert. Was auffällig ist bei den Strafzeiten, ist, dass die Umstellung des Regelwerks deutlich wird. Das heißt, wir haben deutlich weniger 10-Minuten-Strafen, weil ja die IHF das Regelwerk dahingehend angepasst hat, dass es eben auch die 5-Minuten-Strafe viel stärker gibt in der Unterscheidung der einzelnen Strafenklassen. Und das stellen wir eben auch letztendlich statistisch fest, dass die 5-Minuten-Strafen etwas zugenommen haben. Die 10 Minuten fast gar nicht mehr existieren, wenn man es genau nimmt, ein paar einzelne noch, aber dann eben vor allem die größeren Strafen, das heißt die Spieldauerstrafe 20 Minuten und die Matchstrafe 25. Dort haben wir leichte Zuwächse im Vergleich zu den letzten Jahren. Das muss man sicherlich mal in Ruhe im Sommer analysieren, aber insgesamt, so wie ich es vorhin gesagt habe, die Strafzeiten auf einem sehr niedrigen Niveau, und das spricht auch letztendlich für das Agieren der Clubs, die sich eben auf ihre Leistungen, auf ihre Qualität konzentrieren und das nicht in Strafzeiten am Ende ausleben. Das heißt aber, wenn es mehr 20-Minuten-Strafen gab, gibt es auch automatisch mehr Ermittlungsverfahren? Ja, wir hatten dadurch automatisch mehr Ermittlungsverfahren. Davon konnten sicherlich trotzdem eine Vielzahl der Ermittlungsverfahren auch eingestellt werden. Der ein oder andere Spieler musste allerdings eine zusätzliche Strafe hinnehmen. Aber das System an sich ist jetzt nicht auffällig irgendwie negativ, sondern ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren ganz gut etabliert. Und vor allem für uns ist wichtig, dass die Jungs auch auf dem Eis wissen, was kommt, wenn eben Verfehlungen in der Form vorliegen. Und wie weit kann ich gehen? Und ich glaube, da hat sowohl das Schiedsrichterwesen als auch die Spieler zusammen, glaube ich, sich ganz gut aneinander gewöhnt und orientiert. Und insofern gutes Niveau. Nun sitzen wir nach 3 Jahren mal wieder in Präsenz bei einer Pressekonferenz. Sonst hat alles virtuell in den letzten Jahren stattgefunden. Das war ganz klar der Grund, die Corona-Pandemie. Man hat auch lange Zeit Auswirkungen gespürt. Wie ist es denn aber jetzt in der aktuellen Spielzeit? Sind die Auswirkungen noch vorhanden, gerade im Zuschauerbereich? Ja, ich denke insgesamt haben wir Corona sicherlich noch nicht, oder ich sag mal die Krisen dieser Welt, so muss man es glaube ich sagen, noch nicht überwunden. Das ist glaube ich allen auch relativ klar. Die Corona-Pandemie an sich haben wir als Sport und gerade in unserer Ebene, wo die DL2 agiert, sehr positive Unterstützung bekommen, vor allem an den Standorten durch die Zuschauer, durch ich sag mal die Fans, die unterstützt haben, regional die Clubs, durch die Sponsoren, die bereit waren, die 2 Jahre auch teilweise ohne Zuschauer letztendlich die Clubs weiter zu unterstützen und damit den Sport aufrechtzuerhalten. Und zum anderen auch von staatlicher Seite, und das muss man auch immer wieder betonen, durch die Corona-Hilfen des Profisports, von denen durchaus die Clubs profitiert haben, um eben ihr Geschäft am Laufen zu halten, um den Sport am Laufen zu halten, war das doch insgesamt sehr, sehr wichtig und hat entsprechend auch die Wirkung entfaltet. Und insofern sind wir jetzt in den Endabrechnungen der Corona-Hilfen. Auch das sicherlich noch das ein oder andere spannende Thema, was uns die nächsten 1-2 Jahre noch beschäftigen wird. Das heißt letztendlich, wie viel Unterstützungsgeld tatsächlich in den Clubs verbleibt. Das werden wir sehen. Und eine neue Krise kam ja nur hinzu mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine durch die Energiekrise und damit auch die Inflation, die in Deutschland zu Hause ist aktuell, die sich sowohl auf Fanseiten auswirkt, ist klar. Jeder von uns merkt das im heimischen Geldbeutel, aber natürlich auch bei Sponsoren, bei Wirtschaftsorganisationen, die den Sport unterstützen und insofern und natürlich auch auf Clubseiten, die über Energiekostensteigerungen, generelle Kostensteigerungen eben auch klagen. Und insofern glaube ich, werden uns diese Themen schon die nächsten Jahre
beschäftigen. Was wir allerdings feststellen, und das ist das Positive, die Clubs finden da einen sehr, sehr guten Umgang damit. Das heißt, jeder stellt sich auf die Situationen sehr, sehr gut ein. Man spricht sich untereinander auch ab, wenn es notwendig ist und findet dort entsprechend Lösungen. Insofern, glaube ich, sind wir, was die Themen angeht, momentan immer noch auf einem sehr, sehr guten Weg. Zuschauermäßig, und das ist sicherlich ein Thema, was uns vor der Saison ebenfalls beschäftigt hat, wie finden die Fans zurück in die Arenen? Man hört das ja auch aus anderen Sportarten, dass zumindest am Anfang ein recht verhaltener Beginn zu verspüren war mit dem Rückstrom der Zuschauer in die Arenen. Das hatten wir auch. Wir haben am Anfang teilweise 15 bis 10%, je nach Standort in etwa, Zuschauerrückgang gehabt. Das Positive, was wir aber erfahren haben, speziell in den letzten Spielwochenenden, wo es eben wirklich um was ging in der Tabelle, haben doch alle Standorte in ihrem Zuschauerschnitt zulegen können. Damit auch der Liga-Zuschauerschnitt insgesamt, der sich leicht wieder nach oben bewegt hat. Und insofern können wir am Ende der Saison oder der Hauptrunde sagen, dass fast 2500, genau 2437 Zuschauer den Weg in die Stadien gefunden haben im Schnitt pro Spiel. Das ist jetzt nicht der Topwert, den wir 2019-20 erreicht hatten mit über 2800 Zuschauern. Muss man aber auch Abstriche machen, weil dort hatten wir zwei Event-Games, eins in Offenbach mit 16.000 Zuschauern, eins in Dresden mit über 30.000 Zuschauern, die ebenfalls natürlich in der Statistik damals enthalten waren. Und insofern sind wir da gar nicht unglücklich, sondern ich glaube, gerade die letzten Wochen haben da sehr viel Hoffnung gemacht. Und wenn du als Liga insgesamt, man sieht das auch in der Grafik, über 880.000 Zuschauer allein in der Hauptrunde empfängst, ist das, glaube ich, auf Zweitliganiveau, speziell neben dem Fußball, eine sehr, sehr stolze Zahl. Und spricht eben dort für das Interesse der Fans an den Standorten, für den Umgang der Clubs mit den Fans letztendlich, um sie in die Stadien zu holen. Und man sieht natürlich auch die beiden fast Lücken in der Grafik. Das eine Jahr ohne Zuschauer und das andere Jahr, ich glaube, ein Zuschauerschnitt von um die 1000. Das waren also die Zuschauer, die letztendlich rein durften. Und insofern sind wir da schon sehr froh, dass wir da wieder in die Richtung Normalität gegangen sind und dass ich vor allem eben und das halt wirklich am Ende merkbar die Durchschnittskurve eher nach oben entwickelt hat wie weiter nach unten. Die Zuschauer konnten vor allen Dingen in der DL2 auch zwei Neulinge erleben mit den Eisbären Regensburg, Aufsteiger aus der Oberliga und erstmals auch einen Absteiger aus der DEL, die Krefeld Pinguine. Wie sind denn deine Eindrücke von den beiden Standorten? Ja, zum einen kann man das erstmal sehr positiv sagen, dass beide, glaube ich, von ihren Standorten her die DEL2 sehr, sehr gut angenommen haben. Man sieht das auch in der entsprechenden Zuschauerstatistik. Krefeld ist der zuschauerträchtigste Club in der Hauptrunde gewesen in der DEL2, gefolgt von den Eisbären Regensburg. Also insofern haben wir da zwei wirklich zuschauerstarke, eishockeybegeisterte Standorte in die Liga bekommen. Ich glaube, bei Krefeld ist es kein Geheimnis gewesen. Man kennt Krefeld als Eishockey-Standort und als Zuschauer trächtigen Standort. Auf der anderen Seite die Eisbären Regensburg. Ich glaube, sie haben die höchsten Zuschauerzahlen, die sie je erreicht haben, glaube ich, in der Saison erreicht. Spricht natürlich für die sportliche Entwicklung, die sie auch hinter sich haben. Und insofern ist eben auch der Querschnitt durch die Clubs, was die Zuschauerzahlen allein angeht, positiv. Wir haben, glaube ich, allein nur noch drei Clubs, die unter 2000 Zuschauern im Schnitt leben. Alle anderen Clubs liegen über 2000 Zuschauern und eben die Aushängeschilder gemeinsam mit den Kassel Huskies, muss man sagen, sind eben dieses Jahr die Eisbären Regensburg und Krefeld gewesen. Und zum anderen auch sportlich, glaube ich, haben beide sehr positiv überzeugt. Krefeld, glaube ich, klar, so ein bisschen favorisiert als Absteiger aus der DEL ins Rennen gegangen vielleicht. Aber man sieht halt, dass ein Abstieg aus der DEL in die DL2 gar nicht so einfach ist. Vor allem mit dem Ziel, vielleicht auch sofort wieder hochzugehen. Das bedarf doch zum einen einer guten Mannschaftsleistung und ein Einfügen letztendlich auch in den sehr, sehr hochklassigen Sport, den die DL2 bietet. Und insofern sind wir da auch gespannt, wie der weitere Werdegang jetzt in den Playoffs für die Krefelder ist. Die Eisbären Regensburg leider jetzt am Wochenende ausgeschieden aus den Pre-Playoffs, waren auf dem Weg in die Playoffs oder hätten die Chance gehabt. Nichtsdestotrotz, als Aufsteiger muss man ehrlich sagen, fantastisches Eishockey geliefert. Wirklich gute Spiele, super Saisonstart hingelegt, waren von Anfang an eigentlich weit oben in der Tabelle zu finden.
und haben jetzt sicherlich am Ende so in der zweiten Hälfte der Hauptrunde vielleicht ein paar Punkte verloren, die sie dann eben in die Pre-Playoffs gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz, der Standort kann hochzufrieden sein mit seinen Leistungen, die er gezeigt hat. Die Fanbasis kann hochzufrieden sein, weil sie, glaube ich, viel Spaß hatten und wir wiederum viel Spaß mit den Fans in Regensburg. Insofern beide Standorte, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut angekommen in der DL2. Das heißt, ab jetzt liegt auch bei dir der Fokus auf die Endrunden und ich glaube, zur Einstimmung schauen wir uns doch am besten den neuen Trailer an. Wer holt den Pokal? Ich glaube, die Antwort wirst du mir heute nicht geben, René, aber vielleicht gibt es denn irgendwelche Besonderheiten jetzt für die anstehenden Endrunden? Ja, allzu umfangreich wollen wir es nicht machen, aber klar, im Eishockey, die Endrunden sind immer ein bisschen abweichend zu dem, was man in der Hauptrunde erlebt. Wir haben natürlich überall den Best-of-Seven-Modus, ist, glaube ich, mittlerweile aber hinlänglich bekannt. Ein sehr attraktiver, hochspannender Modus, ehrlich gesagt, vor allem für die Teams, nervenaufreibend, für uns als Liga eher schön anzusehen, weil natürlich durch diesen Modus sehr viel Dramatik, auch sehr viel Spannung in die Runden kommt und wir bekanntermaßen auch gut gefüllte Stadien erleben werden. Insofern als Außenstehender sehr, sehr positiv. Wie gesagt, ich kenne es auch als Clubvertreter und die Clubvertreter werden es sicherlich bestätigen. Da ist es doch auch mit viel Nervenkitzel verbunden und damit auch viel Spannung. Ansonsten, Regelwerk ist ein bisschen unterschieden. Die Topscorer in den Playoffs werden neu ausgewählt. Das heißt, wir starten dort bei Null mit Beginn der Playoffs. Wir werden also so ein bisschen den Topscorer der Playoffs dort symbolisieren. In den Playdowns ist das ein bisschen anders. Dort wird die Statistik aus der Hauptrunde mitgenommen und der Topscorer eben der Topscorer sein, der in beiden Runden die meisten Punkte erreicht hat. Ansonsten, Overtime ist natürlich abweichend, logischerweise. Wir spielen die Spiele komplett im 5 gegen 5 bekannten Modus aus. Das heißt, sollte es nach 60 Minuten unentschieden stehen, gibt es 15 Minuten Pause und dann gehen wir jeweils in 20 Minuten Verlängerung, 5 gegen 5, wie ich gesagt habe. Und die Pausen sind dann jeweils 15 Minuten, das heißt ein bisschen verkürzt. Aber es wird eben so lange gespielt, bis das entscheidende Tor fällt. Das ist dann Sudden Death und damit steht auch dann der Gewinner fest. Sportlergruß nach dem Spiel entfällt an sich in den normalen Spielen jeder Runde, sondern wird stattfinden nach Ende der Runde, wenn eben der entsprechende Sieger der Runde ermittelt ist. Ist, glaube ich, auch so üblich. Man weiß, es ist recht hitzig auf dem Eis während der Spiele. Oftmals hat man über die Spiele, baut sich eine gewisse Situation auch untereinander auf und die wollen wir nicht zusätzlich fördern mit dem Sportlergruß. Das ist auch nicht despektierlich gemeint, sondern letztendlich soll es die Runde unterstützen und dann wird letztendlich abgeklatscht zwischen beiden Mannschaften, wenn der Gewinner feststeht. Die Pressekonferenzen an sich finden gewohnt allerdings nach jeder Partie statt. Hier wollen wir den Pressevertretern, aber auch den Fans die Gelegenheit geben, zumindest ein bisschen Einblick in die Mannschaften zu geben, wie die Trainer die Spiele einschätzen. Wir wissen, gerade in den Playoffs oftmals auch viele Floskeln natürlich dabei. Das ist aber gar nicht schlimm, sondern oftmals auch aus der Emotion heraus doch so ein bisschen der Einblick, wie sieht es in der Mannschaft aus, wie schätzt man die aktuelle Runde ein und wie geht die Mannschaft vielleicht auch in die nächsten Spiele. Ansonsten große Strafen, die automatischen Sperren, die dazu führen. Wir haben ja in der Hauptrunde, dass nach der dritten großen Strafe eine Spielsperre entsteht. Das Ganze wird in den Endrunden verkürzt. Das heißt, hier ist es so, dass nach der zweiten großen Strafe bereits ein Spieler für ein Spiel automatisch gesperrt ist.
Ansonsten werden alle ja im, ich sag mal, auf dem Konto des Spielers befindlichen großen Strafen aus der Hauptrunde resultierend gesperrt, es sei denn, er hat noch eine Sperre zu verbüßen. Aber ansonsten fangen die Spieler natürlich hier bei Null an. Und das Letzte ist noch der Nottorhüter. Fällt in den Hauptrundenspielen gar nicht so auf, aber ist dort auch möglich. Wir bieten es an, dass neben den zwei Torhütern auf dem Spielbericht ein Nottorhüter eingesetzt werden kann, der eben sich im Stadion befindet, allerdings mit der Mannschaft sich nicht am Warm-up beteiligt. Aber er bringt die Möglichkeit, dass wenn sich einer der zwei Stammtorhüter verletzt, während des Spiels oder im Warm-up, wann auch immer, er eben auf die Mannschaftsbank als zusätzlicher Torwart hinzurückt. Das heißt, er ersetzt dann den gegebenenfalls verletzten Torhüter und gibt der Mannschaft eben die Chance, trotz allem immer zwei Torhüter im Einsatz zu haben. Also kann das auch während des Spiels passieren, wenn sich der Haupttorhüter wirklich schwer verletzt nicht weiterspielen kann. Dann kann eben der Ersatzkeeper aufs Eis und für den Ersatzkeeper als Ersatz auf der Bank kommt eben dann der Nottorhüter zum Einsatz. Ist, glaube ich, eine sinnhafte Regelung, gerade auf der wichtigen Torhüterposition, die wir im Eishockeysport haben. Das sind eigentlich so die wesentlichen Regeln. Ansonsten, den Modus kennt, glaube ich, jeder. Die Termindichte, auch die ist, glaube ich, allen bekannt. Für die Clubs und für uns als Sportbegeisterte natürlich hervorragend, weil fast jeden zweiten Tag Eishockey zu sehen ist, hochklassiges Eishockey zu sehen ist. Und insofern, trotz allem, dann am Ende, wenn du regelmäßig Best of Seven spielen würdest, ein langer Weg bis ins Finale, das beginnt am 16.04., ebenfalls im Best of Seven. Und dann haben wir Ende April hoffentlich spätestens den entsprechenden Meister und dann vielleicht und hoffentlich auch den Aufsteiger, den nächsten in die DEL. Meine letzte Frage an dich, auf welche Paarungen freust du dich denn am meisten? Ja, das ist für mich schwer zu sagen. Also die Paarungen sind alle erstaunlich interessant geworden, also ohne, dass wir das selber bestimmen können. Aber die Hauptrundentabelle hat wahnsinnig spannende Paarungen erbracht, finde ich. Krefeld-Dresden, wer den letzten Hauptrundenspieltag gesehen hat, der weiß, was da auf uns zukommt. Glaube ich, ein sehr spannendes Duell. Selbst am Ende das Los, was die Kassel Huskies gezogen haben mit den Lausitzer Füchsen. Ein spannendes Duell, wo sich auch jeder, glaube ich, drauf freuen kann. Nauheim Kaufbeuren ist hochinteressant und Ravensburg-Landshut, auch da, glaube ich, ja, eine besondere Situation, glaube ich, für beide Teams hier in der ersten Runde aufeinander zu treffen. Und auch da wird unheimlich viel Brisanz und auch Spannung drin sein. Und selbst in den Playdowns, auch das muss man sagen, ist ja eigentlich so ein bisschen gefühlt, auch für die Clubgeschäftsführer, die schwierigere Runde, weil dort geht es tatsächlich um den Verbleib in der DEL2. Und wenn man da die entsprechenden Paarungen sieht mit Grimmitschau gegen Bayreuth oder Selb gegen Heilbronn, auch da wird es, glaube ich, spannend zu sehen sein, wer sich hier durchsetzen kann. Dort ist der Modus ja ein bisschen umgedreht zu den Playoffs. Das heißt, der die Runde gewinnt, ist fertig. Die anderen, die Verlierer, müssen weiterspielen, nämlich die entscheidende Runde dann im Best-of-Seven-Modus, um eben möglichst dann doch noch in der DEL2 zu bleiben. Und der Endverlierer des Endspiels letztendlich aus den Playdowns muss dann den Weg in die Oberliga antreten. Vielen Dank, René. Ja, mit Joey Gibbs. Wir haben gerade schon gehört, eine Rekordhauptrunde der Kassel Huskies. Wenn du mit wenigen Worten die Hauptrunde beschreiben müsstest, der Kassel Huskies, welche wären das? Ich werde zuerst alle hier herzlich begrüßen im Namen der Huskies, bevor ich das beantworte. Und auch bedanken bei Derek und Lukas für eure organisatorische Fähigkeit heute. Vielen Dank. Zu deiner Frage werde ich sagen, wir waren dominant, ohne Kontakt zu Boden verloren zu haben. Wir haben einen Anfang schwierig gehabt mit einem jungen deutschen Torhüter, der verletzt war. Und wir mussten schnell reagieren. Und dann haben wir das dann auch hinbekommen. Und über die Jahre haben wir einfach Höhe und Tiefe. Aber haben wir das mit unserer Kader gut hinbekommen und, würde ich sagen, dominant. Aber wir haben nie ohne Respekt in eine gegnerische Arena gegangen sind. Und deswegen können wir auch auf Hauptrunde sehr stolz, aber wir haben noch Arbeit vor uns. Hättest du das vor der Saison erwartet und woher kommt denn die Bodenständigkeit? Ja, ich glaube und ich hoffe, dass es kommt vom Management. Wir haben mit Hugo und mit Manu zwei exzellente sportliche Leiter, die Aufgabe aufgeteilt ist.
Und natürlich für mich ist immer das Gesicht und die Persönlichkeit von meiner Trainer und Co-Trainer spiegelt sich auf der Mannschaft. Und diese Bodenständigkeiten ist für mich von da ausgekommen. Und wir haben aber nie vom Anfang an bis zum letzten Spiel und wir haben noch was vor uns, nie die Faden verloren. Wir sind immer gezielt, konzentriert und die Mannschaft, der beste Teil von unserer Mannschaft ist die Mannschaft. Das ist der Schlüsselspieler für uns ist die Mannschaft. Und da sind wir, glaube ich, vom Management bis Trainer gut angekommen. Kassel als Standort ist schon immer ein sehr guter Standort, aber ihr habt euch trotzdem weiter professionalisiert, sowohl als Standort, aber auch als Sport, was ja die Hauptrunde gezeigt hat. Wie zufrieden bist du denn und wo habt ihr welchen Stellschrauben habt ihr denn gedreht? Ja, zuerst wegen der Halle. Ich glaube, jeder, die vorher in der Halle war und jetzt sind, ist es enorm viel gemacht. Da haben wir Paul Sinitzin zu bedanken. Der hat mit seiner Vision extrem viel hier gemacht und ohne ihn wird die Halle nicht so ausschauen, wie das jetzt ist. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir haben auch im Backoffice viel gemacht mit Marketing und mit unserer Presse und Social Media enorm viel Schritte gemacht. Da haben wir einfach in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit gehabt. Und wie gesagt, mit Paul haben wir das sehr, sehr gut hinbekommen. Sportlich, wie ich vorher erwähnt habe, haben wir mit Manu und mit Hugo zwei Schlüsselpersonen, die sportliche Leiterposition. Auch zur Mannschaft, wenn Bo gekommen ist, hat er gesagt, ja, ich möchte das und das. Habe ich gesagt, nein, kriegst du nicht alles. Aber ein Teil davon haben wir das gemacht und dann zum Schluss hat er alles bekommen. Aber wir haben damit einen Torwarttrainer, wir haben mit Physio, wir haben mit Marinko hier vor Ort, ist ein Name, der uns fit hält in der Stadt. Und auch das gesamte Backoffice, wir haben mit Betreuer, haben alles versucht, die Mannschaft die Werkzeug zu geben, gut zu arbeiten. Und ich glaube, wir haben das dann gut hinbekommen. Aber war viel Arbeit und wir sind auch nicht fertig. Vielen Dank. Ja, Bo. Champion with Frankfurt, outstanding main round with Kassel. Many people want to know, what is the secret of your success? I think we keep that to ourselves. No, I think Joe answered to part of my question, and I think the biggest key to that success is the team. As he said, the Mannschaft, and I think it goes throughout the organization. It starts with Joe Gibbs and Paul Sinisen making things possible from the top to hockey operations, Manu and Hugo, down to us coaches, obviously also front office as well. They do their part, but then it goes down to us coaches, you know, Jan did a tremendous job for me. We have the goalie coach, fitness coach, everything around, and then it goes to players. And I think the way we worked, everybody gets a room to excel in their in their own role, in their own way. And I think we've been doing as a coaches, and players been doing as a players. And the biggest key is having a great team and everybody working for same goal in a certain way and have the same beliefs. Ja, ich wollte von ihm wissen, was denn sein Erfolgsgeheimnis ist. Er ist mit Frankfurt Meister geworden und jetzt eine hervorragende Hauptrunde mit Kassel hingelegt. Das behält er natürlich für sich, ein kleiner Scherz am Anfang. Viele Sachen hat auch schon Joey Gibbs erzählt. Es ist, alles greift ineinander. Das Team ist natürlich ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Es fängt an bei den ganzen verantwortlichen Personen, bei jedem Trainer, vom Goalie-Coach über Physio, über ihn. Jeder macht seinen Job, das, was er machen muss, auch natürlich das Team. Und so kann es dann auch als eine Einheit auf dem Eis agieren und jeder hat das gleiche Ziel. Yes, now at the quarterfinals, you play against Weißwasser. Is it good or not good that you lost 3 times in the main season against Weißwasser? Well, I think once the playoff starts, we all start at zero, right? So I think those games are behind us. What we can take is learn what we did wrong and make sure we do it better. And that's, like I said, every game starts at 0-0. Every series starts at 0-0. And I'm sure we're going to take all the things that we learned throughout the regular season and make sure we're ready to go when the series starts. Thank you.
Ja, ich wollte wissen, im Viertelfinale geht es gegen Weißwasser weiter. Dreimal in der Hauptrunde haben die Kassel Huskies verloren, zweimal die Auswärtsspiele und eins hier zu Hause. Ob das denn gut ist oder nicht gut ist, wollte ich wissen. Jede Serie startet natürlich bei Null. Sie wissen, was vielleicht damals auch falsch gelaufen ist, was sie besser machen können. Und es wurde natürlich auch alles analysiert, sodass man jetzt bei Null wieder anfangen kann. Ja, Joel, die Vorfreude ist groß, oder? Ja, die ist riesig groß. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Ja, ich glaube, jetzt in der letzten Trainingswoche ist es ein bisschen heißer auch in der Kabine geworden, was ja auch richtig ist. Es geht in die heiße Phase der Saison, aber nichtsdestotrotz, die Stimmung ist sehr gut. Man sagt ja oft, die Vorbereitung ist das A und O. Und jetzt sind die Playoffs, aber euer Gegner stand erst gestern Abend fest. Inwieweit beeinflusst das eure Vorbereitung? Ja, ist jetzt nicht unbedingt optimal, aber ich denke, die Stärke der Mannschaft über die ganze Saison war sowieso, dass wir uns auf unsere Qualitäten konzentrieren konnten und dadurch auch sehr erfolgreich waren. Nichtsdestotrotz gibt es Feinheiten, auf die wir uns natürlich auch einstellen wollen und müssen, weil wir jeden Gegner natürlich auch zu 100% respektieren müssen. Und damit haben wir dann auch dementsprechend heute angefangen. Habt ihr euch das Spiel gestern gemeinsam angeguckt? Nee, wir haben uns nicht gemeinsam angeguckt, aber ich denke, einige Spieler werden sich das Spiel schon angeschaut haben. Okay. Ja, wir haben es schon heute öfters gehört. Das Team ist der Schlüssel zum Erfolg. Was genau macht denn euer Team aus? Ja, ich denke, das sind viele kleine Mosaikstücke, die dann im Endeffekt das Große und Ganze ergeben. Ob es jemand, wenn es auf dem Eis passiert, dass jemand einen Schuss blockt oder einen guten Check fährt, dann sind alle da. Alle freuen sich, alle respektieren das. Was derjenige dann für die Mannschaft opfert. Und es geht nicht nur ums Tore-Schießen, sondern es geht um viele Kleinigkeiten und viele Aspekte. Und ich denke, unsere Mannschaft ist sehr gut darin, das zu honorieren und respektieren, was jeder Einzelne bringt, jeden Abend. Dann vielen Dank auch an dich. Jetzt würde ich gern die Fragerunde eröffnen. Lukas geht mit dem Mikrofon rum, einfach melden, dann kommt Lukas zu Ihnen und Sie können die Frage stellen. Gibt es denn Fragen? Hallo, Najin Lukas vom Hessischen Rundfunk. Herr Rudorusch, erstmal an Sie die Frage. Letztes Jahr sind die Frankfurter Löwen aufgestiegen. Jetzt sind wir hier in Kassel bei den Huskies, zwei Traditionsvereine. Wie sehr tut es denn weh für die DEL 2, solche Teams möglicherweise zu verlieren? Das tut extrem weh. Ganz klare Aussage. Natürlich verliert man ungern Aushängeschilder der Liga und Clubs, die sich hervorragend zum einen in die Arbeit der DEL2 einbringen, als auch am Standort mit ihren Zuschauern, mit ihrem Auftreten letztendlich die Liga hervorragend auch nach außen tragen. Und nichtsdestotrotz, that's the game. So, wir haben uns darauf eingelassen, wir haben uns stark gemacht dafür und dementsprechend ist das natürlich auch zu akzeptieren. Und das ist ja auch ein schöner Weg letztendlich, den so ein Club nehmen kann. Insofern, ja, ist das ähnlich wie bei den Löwen Frankfurt. Wir trauern natürlich ein bisschen hinterher mit mindestens einem weinenden Auge, aber auf der anderen Seite auch das lachende Auge, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass dieser Weg in unserer Sportart möglich ist, dass wir den erreichen konnten, dass wir den umsetzen konnten, eben um diese Clubs zu entwickeln. Und das ja, überdeckt dann so ein bisschen eigentlich das traurige Gefühl. Und auf der anderen Seite kriegen wir vielleicht auch wieder entsprechend spannende Teams natürlich in die Liga, die uns auch wieder weiterhelfen und interessant machen. Also insofern, ja, man muss sich daran gewöhnen leider, aber so ist das Spiel. Gerald Schaumburg, Nachfrage. René, wir haben über das obere Ende der Tabelle gesprochen. Wie sieht es am unteren Ende aus? Da ist der Zuschauerschnitt bei einigen Vereinen ja doch nicht so hoch, dass man sagt, die haben eine gesunde Perspektive. Musst du fürchten, dass unten der eine oder andere vielleicht wegbricht aus wirtschaftlichen Gründen? Nein, das fürchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Klar ist eins, die Lizenzprüfung steht erst noch an, wenn wir dann tatsächlich die Jahresabschlüsse und die finanziellen Situationen der Clubs besprechen und auch auf den Tisch kriegen. Aber ich glaube, wir sind schon mittlerweile so weit gefestigt, dass wir auch während des Saisonverlaufes relativ gut Einblick in die wirtschaftliche Situation der Clubs haben.
Natürlich ist es so, wie gesagt, dass teilweise dort die Zuschauer ja auch nicht in der Masse kommen, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Und wir haben es ja vorhin auch in den Grafiken gesehen, ne, durchaus ein Zuschauerrückgang dort wahrnehmbar ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist also auch das Feedback der Clubs zurück zur Liga, ist man da dabei, das Ganze zu handeln wirtschaftlich. Und insofern sehe ich da wirtschaftlich nicht das Problem. Ich hoffe und glaube, dass die Fans jetzt gerade diese Play-Down-Runde, was ja für den einen oder anderen nochmal so ein Rettungsanker auch sein kann, eher positiv annehmen und da vielleicht auch den Club entsprechend mehr unterstützen, als sie das zu gegebener Zeit in der Hauptrunde gemacht haben. Und auch das wiederum sind ja Potenziale, die ein Club dann zusätzlich bekommt, weil in unseren Planungen zumindest die Endrunden an sich keine Rolle spielen, was die Etats angeht. Insofern ist das, was jetzt erwirtschaftet werden kann im positiven Sinne, natürlich auch unterstützend für die Clubs. Gibt es weitere Fragen? Pascal Spindler von der HNA. Joe, dich würde ich ganz gerne einmal fragen. Jetzt habt ihr ja so eine super Hauptrunde gespielt. Merkst du, wie die Erwartungshaltung in der Stadt, im Verein, sich in den letzten Wochen, Monaten verändert hat? Ist der Druck jetzt vielleicht noch größer als in den Jahren zuvor? Ja, ich meine, das ist natürlich, everyone loves a winner. Und wenn man erfolgreich ist, da sind auch viel mehr dabei als sonst. Wir sind nicht naiv in der Beziehung. Aber die Euphorie in der Stadt ist natürlich gut für die Mannschaft. Ich sehe das anderes als Druck. Ich sehe das als Unterstützung für die Jungs und für den Verein. Und das ist richtig toll. Vor allen Dingen in Kassel, wir haben eine Fangemeinde, der einmalig ist. Und habe über die Jahre, auch in schlechten Zeiten, uns unterstützt, auch Sponsoren. Und jetzt natürlich hofft jeder, dass wir dann aufsteigen, aber das ist ein riesiger Weg bis dahin. Das wissen wir intern. Und aber nichts negativ zu sagen, aber die Außendruck spüren wir nicht, weil wir sind ein Team innen und wir werden das dann intern alles besprechen und wir merken das so. Natürlich die Unterstützung, aber nicht das Druck. Weitere Fragen? Bo, last year, this time, you were the leader with the Frankfurt Lions. Can you compare the situation, Frankfurt last year, Kassel now? No, I think it's a little bit too of a different situation. I think the vibe in the room is pretty close to it. I think we have a lot of guys that know what is at stake. They have a good high goals, and they're on the right path, and they're prepared to battle for we set as our goal. But yeah, overall it's a different year. It's going to be a different situation, different opponents. But you know, the goal stays the same. Like I said, we have good enough leaders and a good cabina where everybody's focused to our goal. Ja, es wurde gefragt, letztes Jahr mit Frankfurt stand er schon mal an der Stelle, jetzt mit Kassel, er sollte beide Situationen vergleichen. Bo meinte, es sind immer unterschiedliche Situationen, aber immer mit dem gleichen Ziel natürlich. Und man hat andere Gegner, es sind andere Spieler, aber es ist eine gute Kabine oder die Jungs in der Kabine sind sehr gut, genauso Führungsspieler und ja, sie sind bereit. Weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Ist okay, wenn ich frage? Natürlich. Rhetorisch habe ich eine Frage. Wegen Regel. Was passiert, wenn eine dritte Torhüter im Spiel kommt und die Torhüter, der verletzt oder nicht mehr spielt, über 25 ist oder ein Ausländer ist? Was passiert mit der Karre auf der Bank? Gute Frage, oder? Das ist eine... Also erstmal Kompliment, eine sehr gute Frage. Ich hatte es vorhin abgekürzt und diese Details nicht zusätzlich erwähnt, weil ich glaube, dass unsere Clubs das ganz gut wissen. Aber es ist in der Tat so, das muss beachtet werden von den Standorten, weil der Spielbericht an sich und die Anforderungen, die wir an den Spielbericht haben, wie viele junge Spieler zum Beispiel auf dem Spielbericht stehen müssen, wie viele reguläre Lizenzen auf dem Spielbericht stehen dürfen,
ist ja begrenzt auf 15, das darf mit dem Nottorhüter nicht verändert werden. Das heißt, letztendlich muss trotz allem diese Vorgabe, die wir für den Spielbericht haben, beachtet werden. Das gilt am Ende auch schon zu planen, dahingehend, wer ist überhaupt mein Nottorhüter? Könnte es ein älterer Torhüter sein, vielleicht, den ich dorthin setze, der vielleicht mehr Erfahrung hat? Oder muss es am Ende vielleicht eher der junge Torhüter sein, weil da ist am Ende das Lizenzthema mehr oder weniger egal? Insofern müssen das die Clubs entsprechend beachten und wir natürlich auch beim Betrachten der Spiele. Dankeschön. Immer gern. Ja, gibt es weitere Fragen? Schade. Gut, wenn dem nicht mehr so ist, dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal für Ihr Erscheinen. Wünsche viel Erfolg in den Playoffs, vor allen Dingen auch verletzungsfreie Playoffs und allen anderen Teams. Viel Erfolg und vielen Dank für heute.